Boing gewünscht? Gewünscht, gewünscht. Gewünscht, gewünscht. Meine Geliebten. Übrigens, Leute, ja, stimmt. Ich hab hier einen Pickel auf der Nase, genau auf der Nasenspitze. Tut auch weh, tatsächlich. Also, deswegen sieht es aus wie Rudolf. Es leuchtet so richtig rot, ist mir richtig unangenehm, tatsächlich. Ich fühle mich gar nicht wohl, ne? Ja, das ist gar nicht so schlimm. Es wäre gar niemandem aufgefallen, hättest du nicht gesagt. Ja, mir fällt es ganz schön auf. Ja. Komm, Fettsack. Fettshaming auch irgendwie hier drin. Es ist so aus der Zeit. Es ist dein Spiel, Bro. Es ist so aus der Zeit, dass es schon dein Spiel ist. Es ist genau meine Zeit gewesen. Da fühle ich mich wohl. Da fühle ich mich wohl. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. That's play. Let's see what you got, poor chop. Ich denke, das tut ihm im Inneren richtig weh, wenn er ja, das wahrscheinlich. Das ist ein richtiges Arschloch gerade. Tut mir auch leid für Big Smoke gerade. Yeah, for sure. Und irgendwie kann keiner Auto fahren anscheinend hier drin, weil immer muss CJ fahren. Ja, aber den kein Geld für einen Führerschein, ne? Wahrscheinlich, ja. Den Führerschein müssen wir später noch machen. Na, mit der Tür gefällt mir auch nicht. Ich versuche dir gerade schon zuzuhauen. Egal, wir sind ja schon da. Das sind übrigens immer Drogendealer, die haben immer ganz viel Cash dabei. Wenn du lieber fährst, kriegst du immer ganz viel Kohle. Da können wir uns eigentlich schöne Frisur von kaufen. Boah, da hat der Kohle dabei. Und wir haben einen Stern bekommen, oder? Ich glaube, das System kennst du ja, ne? Du machst böse Sachen? Ich habe natürlich GTA 2 damals auf dem PC gespielt, ne? Okay, also ich wollte es nur mal erklärt haben, generell. Weil du natürlich nicht weißt. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es in den Top-Down-GTAs war, weil ich ja quasi mit San Andreas auch angefangen habe damals. Anders, ne? Weniger Story halt. Ja, klar. Aber das war auch so, du gehst zum Telefon, es gibt drei verschiedene Fraktionen immer, genauso wie hier jetzt auch in die Richtung, ne? Und wenn du dich mit den einen, also Missionen für die einen machst, steigt dein Ansehen bei der einen und bei denen, wo die Feind von sind, ne, die erschießen dich dann halt, wenn du da lang fährst, wenn du zu den anderen gehörst und so. Hm. Aber war jetzt nicht so viel Story halt. Ne? War einfach nur Mission nehmen, machen, nächste Mission nehmen, machen. Was soll das? Ich hab gar nichts gemacht. Du auch? Was hier gerade fertig ist. Ja, gut. Rüber. Stimmt, das ist schon ein bisschen kriminell. Grove Street for Life, Bruder. Grove Street for Life. Natürlich. Boah, Bruder, nein, 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 nein. Ja gut, das stark gespielt. Dritte Mission, ne? Auch nicht so einfach jetzt noch. Ja, das war Pech. Lass dir bitte die Tür vernünftig zumachen erst. Danke. So zufrieden? Ja, das habe ich wahnsinnig. Das ist natürlich jetzt ärgerlich gerade gewesen, aber das ist auch ein Vorteil der Definitive Edition, du kannst Missionen direkt wieder starten, du wirst nicht erst wieder rausgeschmissen, du musst wieder dahin fahren, also theoretisch wären wir jetzt festgenommen worden, wir wären zur Polizeistation gebracht worden, von der Polizeistation zurückfahren müssen in die Stadt und so. Denk dran, den Dealer wieder zu überfahren. Ach ja, ja, die Tür. Und das Geld nicht mehr. Ja, ist nicht schlimm, wir werden genug Geld verdienen, Wollo, keine Sorge. Wir gehen ja noch ins Casino und sowas alles drum und dran. Das hast du mir beim Start dieses Kanals auch gesagt und ich kann mir auch keinen Friseur leisten, also von daher weiß ich nicht. Bruder, du brauchst keinen Friseur, du brauchst eine Maschine einfach nur. Du brauchst keinen Friseur, das weißt du doch selber. So, Graffiti. Hast du mal Graffiti gesprüht als Kind? Irgendwohin? Tatsächlich nein, aber mit, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren oder so hatten wir das mal vor. Und wir hatten auch im Dorf so einen Laden, der Malerbedarf verkaufte, ne, und auch Sprühdosen. Haben wir gesagt, wir hätten gerne so eine Sprühdose, haben wir uns aber nicht gegeben. Wow. Die haben schon geahnt, was wir vorhaben. Ja, die haben schon. Und ich kann dir auch sagen, hätte ich die Dinger da jetzt gekauft, dann wären im Dorf, wo wir sowas überhaupt nicht hatten, diese Dinger aufgetaucht, wäre das auch scheiße ausgegangen für mich. Also im Endeffekt, gute Sache, dass ich die nicht bekommen habe, ne? Die ganzen Chris-Tags. Keine Ahnung, was ich da hingemalt hätte. Wahrscheinlich ein Pimmel, ne? Chris Might. Follow you hätte ich überall hingetaggt. Follow schon. You. Foreshadowing. Mhm. Aber da wollte ich meine kriminelle Karriere theoretisch starten. Hast du es mal gemacht? Nein. Nein. Ein Gangster wie du hat das nicht gemacht? Nein. Hab ich das nicht. Deswegen wären wir nicht erfolgreich, weil wir jetzt nicht erzählen können, wie wir von der Polizei mal jetzt einfach lügen können, Ricky. Das war ein guter Moment, um zu lügen. Ich lüge nie. Ja, ich auch nicht, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem, wir lügen nicht. Ne? Wir sind halt muss sich die Sachen einfach ausdenken, da wird man interessant. Kann ja keiner nachprüfen. Eigentlich sollst du die natürlich jetzt verprügeln, aber wir schießen die einfach. Cheat-Modus.
Der Ricky macht sich's leicht. Ich mach's mir leicht im Leben, schon immer. Ja. Muss man auch, man muss sich nicht immer schwer Minimalprinzip, machen. Minimalprinzip, ne? Minimalprinzip hier. Möglichst wenig Aufwand betreiben. So, schnell weiter. Ja, komm schon, das Spiel ist schon gut. Ja? Ja, sehr schön. Okay. Gut. Ja, okay, wenn du das sagst, Ricky. Also, die Atmosphäre von Shenmue gefällt mir besser, so beim Rumlaufen und so. Mhm. Aber die Sequenzen und so, die sind schon ganz cool bis jetzt. Ja, das ist, es wird natürlich, es geht natürlich noch später weiter mit viel mehr Humor noch. Also, es ist natürlich viel auf Humor eigentlich, das Game. Ne? So, das hoffe ich. Nimmt natürlich auch sehr viel nicht ernst. Es ist auch nicht immer politisch korrekt, ne? Muss man auch jetzt fairerweise sagen. Also, Leute, ne? Das stört ja dich mehr als uns alle. Ja, Kurt Kiste, schalt aus, bitte. Der guckt das nicht, da machen wir keine Sorgen. Der guckt Fußball. Ne? Der guckt Fui. Das ist wenigstens politisch korrekt. Fußball ist politisch korrekt, ja. Ja. Natürlich. Wir haben mal gesehen, wie divers die Mannschaften sind. Das ist super politisch korrekt. Ja, finde gut. Ja, das Beste. Oh, das schätzt das mal nicht auch im Norden, macht man Fußball. Nein. Ich nicht. Aber ich bin ja auch nicht im Norden. Ich bin ja auch nicht im Norden. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Es gibt unserem Bruder ein bisschen Geld. Ehrenmann hat $200 geschenkt. Boah. Ich würde sagen, natürlich. Du siehst dich auch als mein Bruder, oder? Ist schon so. Ich schenke dir keine $200. Hatte ich jetzt ein bisschen drauf gehofft. Ja. Ne? Hey, you gotta keep it real. Er ist der Beste bisher. Big Smoke? Ja. All he do is sell gay and ruin a place. No crack ever made a gang type. Oh, no, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies hustle, sweet. And marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chunks from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on. Let's do it. Er sieht auch immer so angestrengt aus, ne? Wer? Sweet. Guck dir mal Sweet Gesicht an, wenn er redet. Wie so ein zernauschter Dackel, wie du zusammendrückst. Sweet ist unser Bruder? Das ist unser Bruder, ja. Okay. Hey, der ist genervt, Digga. Der hat das echte Leben gesehen. Kann ich nachvollziehen. Völlig normal. Normalste Dinge, die hier passieren. Oh, Big Bear? Yeah, them Basslangers gonna be sorry now. Jetzt holen wir Big Bear, der soll uns helfen, weil das Problem ist aktuell, ich weiß nicht, ob die Story ganz mit, soll ich erzählen oder hast du die Story mitbekommen? Mach, was du willst. Gut, jetzt holen wir Big Bear, weil die Ballers sorgen dafür, oder generell die ganzen Crack-Dealer sorgen dafür, dass unsere Gang nicht mehr zu gebrauchen ist, weil sie alle nur noch mit Crack-Dealen und auf Crack sind und so weiter. Und alle Gangs, außer die Grove Street, möchte mit Drogen handeln. Weil Sweet ist der OG, also der Chef der Grove Street. Und dieser hat Prinzipien und möchte nichts mit Drogen zu tun haben. Also unter den Gangstern sind wir noch die Guten. Ja. Mit anderen Worten. Genau. Und jetzt holen wir Big Bear. Big Bear wollen wir holen. Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? Nah, the only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from round here, punk. Hey, nigga, fuck you. Die Drogen, Leute. Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Was ist denn? Was ist denn los mit Bear? Der ist auf Drogen, Alter. Der Typ dealt Drogen und er hält Bier, der Bär mit Drogen. Der gibt ihm Drogen. Dadurch ist er quasi ein Sklave. Dafür kriegt er Drogen. Die Drogen, Digga, die Drogen. Da lohnt sich die Drogen ja gar nicht, weil ich dafür Sklave sein muss. Nee. Von einem, dem das Klo funkelig putzen muss. Dann würde ich, nee, aufhören würde ich nicht, aber würde ich mir einen anderen Dealer suchen. Ja. Und jetzt müssen wir die anderen Crack-Dealer zusammenschlagen. Die haben es verdient. Ja, finde ich auch. Sehe ich auch so. Hauen wir aufs Maul, Ricky. Ja, hier kann man das auch, oder? Hier kann ich auch jeden aufs Maul hauen. Das ist ja das Gute.
Wie kannst du das sagen? Ob das so gut ist. Hey, check it out. Somebody's selling to one of the homies. Er verkauft an die Homies. Cop, kannst du mal bitte weiterfahren? Bitte? Kurz? Fahr mal weiter. Danke. Hau das Maul. Soll ich hauen oder soll ich schießen? Nein, du sollst schlagen. Ich würde schon sagen, schlagen. Okay. Wir sollten ja auch schlagen. Wollen die ja nicht umbringen, wir wollen nur... Nee, wir wollen schon umbringen. Jawohl. Das ging schnell. Nicht gut. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Na dann. Wollen wir weiter, ne? Hast du den Schläger nicht geholt? Ja, brauche ich nicht. Ich hab Schlagring. Was soll ich mit dem Schläger? Es gibt viele Alternativen, wie du hier Sachen machen kannst. Nee, ich finde, man sollte erst jetzt nochmal zum Burgerladen gehen. Der sagte dann, wie der wirklich wohnt. Dann wohnt er da aber gar nicht. Die sagen dir eine neue Adresse. Nee, Wollo. Dann nee, weißt Wollo. Du aber nicht, wo diese Adresse ist. Dann musst du erstmal wieder woanders hin, dass dir jemand sagt, wo das ist, obwohl du da schon wohnst. Nein, nein, Wollo, nein. Das ist doch Schwanz. Das ist doch Schwanz. Da will doch keiner spielen, sowas. Doch, ich will das spielen. Ja, beruhig dich. Ich hab da nur einen überfahren. Weil du überfährst einen Mann, ne? Ich hab gar nicht gesehen, dass da ein Stern war. Ja, oben rechts ist ein Stern. Das Ding ist, das erinnert mich an einen Witz, ne? Pass auf. Klein Fritz. Nein. Das habe ich letztens gesehen, den hat Chris Pratt erzählt. Auf Deutsch. Weil er Deutsch kann. Mhm. Pass auf. Sagt Fritz in seinem Opa, ne? Sagt Opa zu Fritzchen, sagt, guck mal da hinten. Das da hinten, das die Kirche, die habe ich gebaut. Aber heiße ich jetzt Klaas Kirchenbauer? Nein. Oder guck mal da hinten, die Mauer. Die habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut. Heiße ich jetzt Klaus Maumbauer? Nein. Aber fickst du eine Sau? Was? Verstanden? Nicht so? Witzig? Okay. Muss man dabei gewesen sein, denke ich. Ja, vielleicht habe ich noch Scheiß erzählt. Vielleicht hat ja jemand gelacht, Leute, kann ja mal sagen. Tut mir leid, wahrscheinlich wie Scheiß erzählt. Nein, Witze sind nie witzig so, das weiß ich nicht. Schwer. Ist auch schwer. Ist es wirklich schwer. Ricky war übrigens mal in Planung, das Vorprogramm von Kaya Jana zu sein, Leute, ne? Wurde nichts draus. Man fragt sich, warum. Jetzt weiß man wieder, warum er aufgehört hat, mit mir Kontakt zu haben. Glaube ich nicht, ne? Wie gesagt. So. Ist halt kein Kirby trifft Link-Witz. Muss man auch fairweise sein. Ja. Vor allem, man nennt niemanden Sauficker, deswegen, keine Ahnung. Oh Gott, ich dachte gerade, das war eine Arschritze. Mein Gott, hab ich gerade erschrocken. Wieso, was denn? Was war denn? Dein Arm war da irgendwie so eingeknickt, dass es aussah, als wäre es deine Arm und deine Arschritze für einen Moment. Wow. Weil ich habe deine Arschritze in den letzten Tagen ein paar Mal gesehen, deswegen habe ich so gedacht, wow. Ist schon wieder passiert. So, Arschloch. Machen wir weiter. Drive. Hab mich nur erschrocken. What's happening with you, Rodden? Respect has to be earned, sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Oh, man. Sieht man. Yeah, I could eat. Boah, ein Taco ist ein geil. Das ist so rassistisch, ne? Das ist so unglaublich rassistisch. Weil sie Hütchen wollen, meinst du, Wollo? Ja, und weil er darauf besteht, dass es auch gar keine Diskussion drüber gibt, ne? Ich meine, Hütchen ist geil, verstehe mich nicht falsch, aber da gibt es so ein gewisses Stereotyp, ne? Wollo kann das nicht. Wollo, das ist selbst noch so oldschool für Wollo. Ich finde das nicht schlimm, aber ich mache mich ja drüber lustig ein bisschen, ne? Ja. Anyway, that's half a Santos you talking about. Jim, you right, my bad. Hey, bro. They had sprayed the house. I ain't see shit. So, es ist soweit. Es ist das Meme, meine Damen und Herren. Can I take your order, please?
Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s. Endlich. A number 9 large. A number 6 with extra dip. A number 7. 2 number 45s. 1 with cheese. A large soda. Doch keiner was sagt. Nee, alle so. Nee, alle sind ja so mehr am Kopfschütteln. Und können sich das nennen. Just try not to think about it, so. I mean, I didn't know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Let's eat. Passt gar nicht alles in die Tüte. Nee, ist fake ist das. Fake. Wir wissen, wie Tüten das sind. So eine Tüte sind das denn. Wir hätten jetzt sagen müssen, oh, die Mega-Bestellung. Ja, genau. Hier sind wir. Unlike you, I ain't never ate from the trash can. Oh, shit. Trash can, bitch. Pass me my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Drive-by! Stab out of here, TJ. So, die wollten gerade in die Hood fahren. Jetzt schießen alle, außer Big Smoke, weil der muss ja essen. Aber das Meme kenne ich nicht. Du meinst, jetzt kommt das Meme, das habe ich noch nie gesehen. Two number 9s, number 9 large, number 6 with extra dip, two number 45. Noch nie? Oh, das ist mit das bekannteste Big Smoke Meme. Okay. Krass. Ja gut. Aber das hast du einmal gesehen und war witzig, ne? War schon ein bisschen witzig. War witzig, natürlich war das witzig. Aber kann ich lachen. Sehr gut, sehr schön. Ich lache ja auch gerne mal, das ist ja gar nicht so, ne? Auch im Norden lacht man. Auch im Norden wird ja auch mal gelacht, ne? Ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, aber... Ja, klar. Wir lachen auch mal. Ach ja. Ich liebe dieses Spiel, ne? Ich hab's mir sogar noch mal original gekauft für die PS2 jetzt, weil ich das so sehr liebe. Weil ich nochmal privat zu Hause schön auf dem Sofa spielen will. Okay. Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. Alright, Smoke, let's go. See y'all later. Guck mal, jetzt haben wir es endlich wahr gemacht, ne? Du kannst es auf dem Kanal doch jetzt schon spielen. Nice. Ich bin so glücklich. Fast direkt nach Shenmue. Ja, es ist direkt der Vergleich. Es ist der direkte Vergleich zwischen Shenmue und GTA. Es ist halt mehr Action, ne? Storytechnisch auch ganz witzig. Na, ist ja noch nicht. Du guckst, du hörst die Story, worum geht's denn? Was passiert denn gerade? So, du guckst ja auch nicht in die Story mit. Nein, ich meine nicht so viel Action wie in Shenmue bis jetzt. Ach so, die Action, okay. Ich konnte noch keine Katze streicheln, ich habe noch kein QD-Title hier gesehen, also bisher. Du willst QD-Title? Ich gebe dir QD-Title. Warte kurz. Warte, ich gebe dir QD-Title. Wir haben eh nur noch 2 Minuten. Wir haben eh keine Mission mehr. Gerade auch nicht von Sweet und Smoke. Wir kriegen jetzt gleich erstmal Anruf, dass wir uns erstmal wieder umziehen sollen, weil wir Hurensöhne sind. Ja, mit so einem Wife-Beater kannst du auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen, ne? Das geht nicht. Und Telefon in 5. 4. Ja, okay. Wer hätte gepasst? Ich war da gezählt. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. Dann ist erstmal der Anruf. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Ja, das ist quasi der Anruf gewesen, dass wir quasi nicht die Insel verlassen können. Es gibt ja, hast du ja gesehen, 3 Inseln. Und wir können diese Insel nicht verlassen, weil wir dann sofort 5 Sterne kriegen, weil wir quasi nicht ausreisen dürfen aus der Stadt. So, ja, wir kommen hier bei, ne, wir können Billard spielen, wir können hier auch noch, ja, Wollo, wir können alles machen. Jetzt gibt's alles. Können auch Dart spielen und so. Möchtest du Gogo Space Monkey oder möchtest du BB Gone? BB Gone. Okay. Dann, lass uns mal, ne? Play. Sherry, ich muss dir jetzt leider sagen, das hält mit Shenmue nicht mit, ne? Also, das tue ich jetzt leider, das hält jetzt nicht ganz mit. Guck das an, Wollo, ist doch geil. Boah, ist das... Action. Das ist beeindruckend, ne?
Ja, richtig. Oh, nein. Ja, klasse. Ich glaube, der war cooler. Siehst du das Wort? Oh ja. Guck dir das an. Oh ja, der ist viel cooler. Das ist so richtig, wenn man irgendwie so eine Spielemaker-CD bekommen hat in den 90ern, dann konnte man solche Spiele machen. Ja. Selber. Ja, genau. Ne? So sehen die aus. Ja. In GTA 4 kann man, glaube ich, Bowling spielen, ne? Ja, hier kannst du Dart spielen, Pool spielen kannst du auch. Du kannst in so vielen Gebäuden auch rein. Das ist der Wahnsinn. Oh, der neue Anruf. GTA 4 ist auch tatsächlich der Teil, den ich am meisten gespielt habe. Hey, CJ is sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're just kidding, CJ. You need to pack on some muscle. Kann ich bestätigen. I buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Ich sehe das hier unten links. Ja, wenn du deine Kondition verbessern willst und Muskeln zulegen willst, dann gehen wir ins Fitnesscenter. Und das werden wir gleich machen. Wir werden gleich ins Fitnesscenter gehen und werden ein bisschen Muskeln aufbauen und ein bisschen Kondition, weil Kondition ist wichtig für die Mission auch später. Wir müssen natürlich auch nachher noch schwimmen lernen und sowas erstmal dann für spätere Missionen und, und. Aber das machen wir alles erst im nächsten Part von GTA San Andreas, mein Lieben. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.